Jetzt würde ich in den zweiten Teil übergehen und mit euch mal eure Herangehensweisen an die smarten Quadrate anschauen. Nochmal, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt online dabei sind und die Aufgabe nicht kennen. Die Aufgabe war zu schauen, man hat zwei Quadrate, zum Beispiel ein 3x3 und ein 4x4 Quadrat. Und kann ich die Plättchen umlegen, sodass ein größeres Quadrat entsteht, ohne dass Plättchen wegfallen oder ich welche noch dazulegen müsste? Und da haben wir verschiedene Versionen in dem Video ausprobiert und es kam, manchmal hat es nicht geklappt. Und geklappt hat es zum Beispiel aber bei 3x3 und 4x4. Das konnte man zu einem 5x5 Quadrat umlegen. Und die Frage war jetzt: Findet weiter smarte Quadrate und gibt es unendlich viele und findet ihr ein System? Muster und Strukturen. Okay, findet ihr ein Muster in den smarten Quadraten? Ich gebe euch jetzt nochmal 10 Minuten Zeit bis Viertel nach, um eure Unterlagen dazu rauszuholen, nochmal zu vergegenwärtigen, was ihr euch überlegt habt und mit Nachbarin, Nachbar weiterzumachen. Und dann tragen wir eure Ergebnisse an der Tafel zusammen, okay? Okay, so. Beim Rumlaufen habe ich gesehen, ihr habt viele sehr gute Ansätze und Ideen und Lösungen gefunden, wie man bei den smarten Quadraten vorgehen kann. Und ich will jetzt gar nicht am Anfang die Ergebnisse wissen, okay? Sondern ich möchte mit euch viel mehr diskutieren, wie geht man vor, wenn man so eine Aufgabe löst? Was habt ihr gemacht? Wie seid ihr da rangegangen? Und mal ein paar dieser Strategien zusammentragen. Ja. Okay, da bist du schon sehr weit an der Lösung dran. Ja, genau. Das hast du sofort gesehen. Ich bin beeindruckt. Nee, es war nicht falsch. War falsch? Wir schauen uns das gleich mal an. Das ist aber schon ein Schritt weiter als jetzt so die ersten Ideen. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Genau. Ja. Ihr habt ganz viel gezeichnet, sogar irgendwann mal ein Quadrat, das 16 mal 16 war, so dass, bis es gepasst hat und so. Und was war eure Erfahrung dabei? Ah, wunderbar. Also ihr habt die Quadrate verdoppelt sozusagen und also von den Seitenlängen her verdoppelt, ne? Und festgestellt, dann klappt es auch immer wieder. Das ist ein interessanter Gedanke, den behalten wir uns nochmal gleich für die Diskussion, warum es unendlich viele smarte Quadrate geben muss. Ich meinte aber auch, ihr habt viel gezeichnet. Was war eure Erfahrung beim Zeichnen gewesen? Anstrengend, genau, aufwendig. Aber auf der anderen Seite am Anfang auch erstmal gut, oder? Dass man erstmal zeichnet. Ich schreibe mal die Strategien auf. Zeichnen oder visualisieren, das hatten wir ja schon gehabt, ne, als Strategie. Wohin? So, dass man erstmal zeichnet, ist ganz gut, weil dann kann man sich das besser vorstellen, worum es geht. Aber auf Dauer ist natürlich aufwendig. Marisol. Okay. A mal eine Seite mal 2 plus 1, weil man die Ecke
Aber wenn man die andere Seite macht, dann muss man natürlich mal 4 nehmen, 2 und 10 ja nicht gleich. Und dann muss man 4, weil man dann 4 echt macht. Perfekt. Und das war auch eine ähnliche Lösung, die du gerade genannt hattest. Ne? Ich versuche das mal zu visualisieren. Ich nehme mal die Visualisierung hier. Ihr habt eine wichtige Struktur erkannt, ihr beide. Ne? Nämlich, wenn ich ein Quadrat habe, so, und ich habe jetzt das andere Quadrat, dann muss ich das ja hier so drumherum legen, dass wieder ein Quadrat entsteht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du hier so eine Reihe mit einzelnen kleinen Quadraten gelegt und hier eine einzelne Reihe mit kleinen Quadraten und dann bleibt unten noch eins übrig, so, sodass man hier an der Seite das andere Quadrat entlang gelegt hat. Und manchmal klappt das eben mit dem anderen Quadrat und manchmal nicht. Ne? Also das hier muss natürlich exakt eine Quadrat, das muss sozusagen eine Quadratzahl an kleinen Quadraten sein, die man hier entlang legt. Und wenn das hier a-Quadrat ist, das Quadrat, dann hat das ja die Seitenlänge a. Wie viele Quadrate lege ich dann hier, wie viele kleine Quadrate lege ich dann hier an die Seiten? Bambi? Zwei a plus 1, genau. Da müsste b-Quadrat gleich 2a plus 1 sein. Ja? Okay. Wir lassen es mal so stehen. Ich will noch viele andere Vorgehensweisen mal sammeln. Wie seid ihr noch vorgegangen? Also hier wurde gesagt, gezeichnet, visualisiert. Ahsoka. Ja. Und dann sind wir bei dem Beispiel 16 plus mal 25, da bekommen wir 16 ist eine Quadratzahl, 19 ist eine Quadratzahl und 25 ist auch eine Quadratzahl. Also Quadratzahl plus Quadratzahl. Genau. Sehr schön. Also ihr seid von der Visualisierung, seid ihr ein Stück symbolischer geworden, kann man sagen. Ja? Also ihr seid von den Bildern weggegangen hin zu Quadratzahlen. Denn zwei Quadrate zusammenzulegen zu einem größeren Quadrat ist gleichbedeutend mit zwei Quadratzahlen addieren und es kommt wieder eine Quadratzahl heraus. Und was ihr gemacht habt, ist auch, ihr habt erstmal so die ersten 10 Quadratzahlen hingeschrieben, ne? Oder die ersten 20 oder so, und dann geschaut, erstmal schreibt man einfach hin, dann sieht man nämlich, ergeben zwei von denen eine dritte. Das sind natürlich nicht alle Quadratzahlen, es gibt unendlich viele, aber da kann man schon mal so ein paar finden. Ne? Also, in dem Fall wäre es jetzt Quadratzahlen aufschreiben. Okay, was habt ihr denn dann gemacht oder was habt ihr noch gemacht auf dem Weg zu euren Ergebnissen? Welche Techniken habt ihr angewendet? Ihr habt bestimmt nicht einfach nur was gemalt und das da so hingeschrieben oder so, sondern was habt ihr noch gemacht? Ja. Okay, über die Kantenlängen versucht Quadratzahlen zu finden, also Quadratzahlen so, dass das hier mit den Kanten so funktioniert. Ja? Mhm. Nina. Du hast versucht, unterschiedliche Zeichnungen zu machen und bist dann auf diese Version gekommen, auf diese Lösung. Mhm. Marisol? Ich
mal zwei Quadrate ineinander zu passen. Und habe dann 9 minus 1 gerechnet, das war 8 Pommes. Und da ich das 4 durch 4 halt 8 ist, muss ich das bis dann da. Ah, du hast die Umkehraufgabe gebildet. Ich schreibe mal hier ganz allgemein hin, Rückwärtsdenken hin. Weil Rückwärtsdenken ist auch eine ganz gute Strategie. Ne? Du bist von einem Quadrat ausgegangen, hast 1 abgezogen und durch 2 geteilt und kommst dann sozusagen auf das a, das wiederum mit sich selbst multipliziert das Quadrat ergibt. Sehr gut. Das heißt, man nimmt irgendeine Quadratzahl, zieht 1 ab, teilt durch 2 und kommt auf das a des kleineren Quadrats oder des anderen Quadrats. Dabei bleiben wir mal einen Moment. Mit welchen Zahlen funktioniert das denn? Ja? Mit ungeraden Quadratzahlen. Wie viele ungerade Quadratzahlen gibt es denn? Wie? Unendlich viele. Genau. 1, 9, 25, 49 und so weiter. 1 Quadrat, 3 Quadrat, 5 Quadrat, 7 Quadrat, 9 Quadrat, 11 Quadrat, alles ungerade Quadratzahlen. Die haben alle die Form 2a plus 1. Das heißt ja ungerade. 2 mal irgendwas plus 1 ist ungerade. Wenn ich eine Quadratzahl habe, die ungerade ist, kann ich von dieser Quadratzahl 1 abziehen, durch 2 teilen und das, was dann rauskommt, ist die Seitenlänge des anderen Quadrats. Super Entdeckung. Luz. Wenn ich jetzt zum Beispiel 1 mit der Größe 25 hätte, müsste das andere 16 sein. 25 ist ja ungerade, 16 ist ja gerade, weil es ja sonst nicht von plus 1. Das ist die Frage, müssen die Quadratzahlen eine ungerade und eine gerade sein? Hat jemand mal geschaut, Beispiele? Überhaupt haben wir diese Strategie noch gar nicht erwähnt. Was habt ihr denn gemacht mit den ganzen Beispielen, die ihr ausgerechnet habt? Habt ihr mit denen was gemacht? Anna? Mhm. Okay, Bedingungen überlegt. Genauso sowas wäre so eine Bedingung überlegt, oder? Mhm. Ich wollte nochmal auf eine viel, wie soll ich sagen, einfachere Technik zurück. Was habt ihr mit den ganzen Beispielen gemacht, die ihr ausgerechnet habt, Bambi? Ja. Okay, wir haben viele Beispiele ausgerechnet, dann versucht einen Zusammenhang zu sehen, ein Muster, eine Struktur. Mathematik ist die Wissenschaft der Muster und Strukturen. Ja, okay, ich mache jetzt gerade, was man als Lehrer nicht machen sollte, nämlich sozusagen das Wort hören, was man denkt. Viele von euch haben doch sicher eine Tabelle gemacht, oder? Nee? Keine Tabelle gemacht? Das wäre aber eine super Strategie, oder? Mal eine Tabelle machen und die ganzen Beispiele, die man hat, in eine Tabelle reinschreiben? Nee, keine Tabelle gemacht? Okay, dann ist es ein Tipp für euch. Macht mal eine Tabelle, ne? Tabelle mit Ergebnissen, weil dann kann man doch die Ergebnisse, die man gefunden hat, schön aufschreiben und dann versuchen, Strukturen zu entdecken. Ne? Wollen wir A, B, C oder A Quadrat, B Quadrat, C Quadrat reinschreiben in die Tabelle? Mit beidem, okay. Ja, Das heißt, hast du A, A Quadrat, B, B Quadrat gemacht oder so und dann jetzt da. Okay, also A, A Quadrat, B, ne,
Die 4. Also, sag mir die Reihenfolge. Okay. Pass auf, ich wandle es noch ein bisschen ab. A Quadrat, B Quadrat, C Quadrat. Das sind die drei Zahlen, die beiden addiert müssen die ergeben. Und daraus kann man dann ableiten, was A, B und C sind. Okay, und dann können wir hier vielleicht ein Muster erkennen. Okay, machen wir es mal so. So, eins hatten wir schon. 3, 4, 5, ne? Das war aus dem Video. Das heißt, 9 plus 16 ist 25. Ich hätte gerne weitere Beispiele. Sammeln wir mal ein paar. Welche gibt es noch? Ganz oben. A ist ein 5. Ach so, ja. Also A ist 5, B ist 12. Dann ist A Quadrat 25. Ja. Das gibt 169. Und das ist was? Dann ist C. Wer soll? 13, genau. Okay, weitere Beispiele. Vivian. Oh, ihr habt doch richtig große Zahlen hier. 7, 25. Schauen wir mal. 7 Quadrat ist 24 Quadrat. 25 Quadrat weiß man aber, oder? Ja? 625, genau. Und 24 Quadrat? Ja? 576. Und schauen wir mal, 576 plus 49, wie rechnet man das? Wie rechnet man das geschickt? Bitte? Plus 50 minus 1, genau. 576 plus 50 sind 626 minus 1, 625. Okay. So, weitere Beispiele. Marisol. 5, 8 und 9. Ach, 6, 8 und 9. Ah, okay. Ja, 36, 64 und? Sechsunddreißig plus 64 ist. Aber es ist vollkommen richtig. Sehr gut. Sehr gut. 6 Quadrat ist 36. 8 Quadrat ist 64. Und 36 plus 64 ist. Ja? 100. Und das ist? 10 Quadrat. Los. Gerade. Gerade. Es muss nicht einer ungerade sein von beiden. Jetzt haben wir einen gefunden bei beiden, wo beide gerade sind, ne? Obwohl es vorher anders war. Also man muss aufpassen. Man hat so ein paar Beispiele ausgerechnet und man denkt so, eins ist gerade, eins ist ungerade. Aber dann blockiert man sich selbst und übersieht vielleicht welche, bei denen das nicht so ist.
Ich würde gerne nochmal auf dich zurückkommen, ganz oben in Blau, weiß, genau. Du hattest vorhin so eine schöne Idee gehabt. Können wir vielleicht eure Beispiele, die ihr ausgerechnet habt, mal in die Tabelle ergänzen? Ihr hattet gesagt, ihr habt eine Lösung gehabt und dann immer verdoppelt oder so, ne? 6, 8, 10, okay. Ach so, ihr habt jetzt hier 12 gehabt, da 16. Okay, und dann muss hier was stehen? 20, ne? Schauen wir mal. 12 Quadrat ist? Wer soll? 144. Was können wir noch einfach ausrechnen von denen da? Ja? 20 mal 20 ist 400. Und was ist 16 Quadrat? Prinzessin Lilifee? 256, genau. 144 plus 256 sind 400. So, das ist eine ganz gute Strategie. Jetzt könnte man nochmal verdoppeln und schauen, ob es wieder klappt. Und nochmal verdoppeln und schauen, ob es wieder klappt. Und ihr seid der Überzeugung, es klappt. Ne? Ja. Das muss man natürlich, jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin überlegt hatten, muss man natürlich beweisen, dass das immer funktioniert. Ne? Und das kann man auch beweisen. Dafür haben wir jetzt nicht genug Zeit und brauchen wir jetzt auch nicht machen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man die Lösung hier nimmt, man nimmt irgendeine Lösung, also die zum Beispiel 3, 4, 5 und verdoppelt sie, 6, 8, 10. Okay. 12, 16, 20 und so weiter. Du kannst aber auch die hier nehmen, 5, 12, 13 und verdoppeln. 10, 24, 26 wird smarte Quadrate ergeben und so weiter. Also, das müsste man jetzt streng genommen noch formal begründen. Das machen wir nicht, muss nicht unbedingt sein, jetzt in unserem Kontext, sondern es geht nur darum, dass wir so eine Struktur erkannt haben und wissen, das müsste man jetzt eigentlich begründen. Und das ist ein Argument dafür, dass es unendlich viele geben muss. Hier haben wir auch schon entwickelt, es muss unendlich viele geben, weil man hier ungerade Quadratzahlen hat, aus denen man beliebige kleinere Quadrate generieren kann, sozusagen. Ich möchte gerne hier nochmal zurück. Ich habe vorhin, ich glaube bei dir, Marisol, habe ich vorhin noch eine Lösung rausgespürt, die nicht diese Visualisierung hier ist. Denn wenn wir mal dieses Beispiel hier nehmen mit 6, 8, 10, das kann man so nicht hinlegen. Ja? Genau, ich habe hier mein a-Quadrat und jetzt legt sich das andere Quadrat komplett drumherum. Mit vier einzelnen Ecken am Rand. Das heißt, mein b-Quadrat in dem Fall ist mein a-Quadrat. Nee, Quatsch, ist, Entschuldigung. Ich habe hier viermal die A-Reihe plus vier Einzel in der Ecke. Ne? Das ist die andere Struktur, eine andere Struktur, die es geben kann. Also, ihr könnt auch ein Quadrat nehmen und das andere komplett drumherum legen. Das muss ja nicht so sein, dass ihr es nur über so eine Ecke legt. Komplett drumherum legen. Komplett drumherum legen ist übrigens das Gleiche. Komplett drumherum legen ist das gleiche, als wenn ich das hier wegnehme. So. Und hier dran lege. Und das da wegnehme. Und da dran lege. Also, ich kann das, was ich hier drumherum gelegt habe, nehmen und unten drunter legen, sodass ich das Quadrat, das hier habe ich ja eine Reihe dran gelegt und hier habe ich jetzt sozusagen zwei
über Eck gelegt. Das ist das Gleiche. Ja? Entweder ich lege es einmal drumherum oder ich nehme den oberen Teil und lege ihn auch nochmal unten dran, entsteht ein Quadrat. So, und jetzt könnte man beliebig weiterdenken. Vielleicht findet jemand auch mal Beispiele, wo ich das große Quadrat in 3 Reihen dran lege oder in 4 oder in 5. Wie sehen da die Formeln aus? Ihr merkt, man könnte sich jetzt hier beliebig mit dieser Aufgabe befassen. Es geht mir bei der Aufgabe gar nicht so sehr darum, dass ihr zu einem Endergebnis kommt. Ja? Sondern es geht darum, dass ihr anfangt, euch in eine Struktur einzudenken, die erstmal unsystematisch erscheint und versucht dort Muster und Strukturen zu entdecken, indem ihr sie visualisiert, indem ihr Tabellen macht, versucht das System zu sehen, vielleicht eine Formel aufzustellen. Das war noch eine andere Strategie, die habe ich hier vergessen. Ne? Formel aufstellen. Das heißt, all diese Tätigkeiten macht, um ein Stück weit mehr Muster oder Struktur in diese zunächst unstrukturiert erscheinende Situation zu bringen. Und das ist Mathematiktreiben. Mathematiktreiben ist nicht irgendwelche Sachen ausrechnen oder so, sondern versuchen, Strukturen, Muster zu erkennen, zu sehen, zu beschreiben, zu erklären, anderen zu kommunizieren und so weiter. Wer jetzt von euch den starken Drang hat, zu sagen, ich möchte jetzt aber wissen, wie sieht das Endergebnis aus? Also man könnte jetzt noch sehr viel Zeit reinstecken, zu überlegen, eine allgemeine Formel zu berechnen, mit der man alle smarten Quadrate berechnen kann. Das ist nicht ganz so einfach. Der Begriff smartes Quadrat ist natürlich auch eine Erfindung von mir, damit ihr es nicht googeln könnt. Die Dinge heißen pythagoreische Zahlentrippel. Pythagoras ist vielleicht dem einen oder der anderen auch schon in den Sinn gekommen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Der Satz des Pythagoras gilt an rechtwinkligen Dreiecken. Wisst ihr vielleicht, da sind die Seitenlängen des Dreiecks sind aber reelle Zahlen oder rationale Zahlen. Hier bei den pythagoreischen Zahlentrippeln sind es immer ganze Zahlen oder natürliche Zahlen. Ne? Die Zahlen hier sind keine Kommazahlen oder so. Pythagoras, pythagoreische Zahlentrippel, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal danach googeln und schauen, was andere da so rausgefunden haben. Wie gesagt, darum geht mir es aber gar nicht. Mir geht es darum, dass ihr in diese Prozesse hier reinkommt. Bei den neuen Aufgaben, die für nächste Woche vorzubereiten sind, das sind lauter Aufgaben, in denen ihr Muster und Strukturen finden sollt. Versucht, Tabellen zu machen. Versucht, euch das zu visualisieren. Malt ein Bild, anhand dem ihr erkennen könnt, wie die Struktur aussieht. Versucht zu begründen, warum das Bild die Struktur abbildet, die ihr seht und so weiter. Falls ihr Fragen habt und nicht genau wisst, ob das, was ihr rausbekommen habt, richtig ist oder falls ihr einen Tipp braucht, was könnt ihr machen? Discord oder Moodle oder und / oder ins Tutorium gehen, mit den Tutorinnen drüber sprechen, genau. Also, so viele Möglichkeiten.